Was zum Teufel ist das? Ich habe bei Danny gesehen, dass er einen Bitch-Simulator gespielt hat. Und da dachte ich mir, den muss ich auch mal... Was bist du denn? Oh, das bin ich. Okay, ich bin dieser Typ. Und ich... Oder dieses Mädchen... Oder was zum Teufel ist das? Was bin ich? Ich kann hier verschiedene Dinge auswählen, wie Brüste, Schuhe, Ring oder Hose oder irgendwie so. Kann mich auch ins Bett legen. Die Zeit geht voran. Allerdings soll ich erstmal an den PC gehen und mir einen Job suchen. Und zwar möchte ich gerne einen Job suchen und zwar möchte ich gerne eine Waitress. Komm, ich will gerne eine Waitress sein. Was mache ich jetzt hier? Okay, irgendwie funktioniert es nicht. Okay, mein Job startet angeblich um 8 Uhr morgen. Eine Message will mich daran erinnern und so weiter und so fort. Ich möchte doch nur diesen Hässlern jetzt hier mal irgendwie vernünftig anziehen. Ich habe aber überhaupt nichts zum Anziehen. Was ist denn das hier für ein Simulator, wenn ich... Das ist doch... Was ist denn das für ein Kack? Es gibt Cheats? Es gibt motherfucking Cheats, Alter. Red Carpet, unlock all shoes, fashion, unlock all clothes. Okay, das heißt rein theoretisch, wenn ich doch jetzt mal hier Cheats und ich gebe da mal ein Fashion und confirm. Shit, ich habe alle Klamotten, Mann! Das ist genauso wie in GTA. Wenn du auf einmal einen Cheat erfindest, bist du am Anfang so, shit, ich habe alles. Und nach 5 Minuten denkst du dir nur so, warum habe ich das getan? Das Spiel macht keinen Spaß mehr. Ich scheiß auf meinen Job, Alter. Ich habe gerade gelesen, wenn ich Hilton eingebe, bekomme ich dauerhaft plus 20.000, Alter. Wo soll ich denn da noch als Waitress arbeiten, Mann? Stellt euch mal vor, das wird im Real Life gehen. So, gibst einen Cheat ein, hast alle Klamotten, die du schon immer wolltest. Aber egal, komm, wir ziehen dich jetzt mal hier von... Oh Gott, das ist doch unfassbar. Wir können dich doch hübsch machen wie sonst... Okay, eventuell sollten wir ein anderes Körperteil zu erwähnen. Oh mein motherfucking Gott. Yeah, davon habe ich gesprochen, als ich meinte, dass ich mich hübsch mache. Das ist, ich bin so ein hässliches kleines Mädchen. Okay, ich mach mal Party-Invite. Friends invited 2 Party. Ich habe 2 Freunde. Ich glaube, dieses Spiel ist mein echtes Leben. Send Party Invites. Komm, jetzt hier. Your party will start today at 10 p.m. Alter, shit, das ist in 14... Ich muss um in den 14... Was... 4, 12, 4, 10, 40. Ich kann gerade die Uhr gar nicht rechnen. Okay, da hinten fängt die Party an. Das heißt, bis dahin muss ich auf jeden Fall irgendwie fit sein. Alles hat motherfucking geschlossen. Wir können hier wohl die Zeit vorspulen irgendwie. So, perfekt, perfekt, okay. Go to work? Nö, als ob ich zur Arbeit gehe. So, wir gehen jetzt erstmal Beauty Care. Wir gehen erstmal Beauty Care. Weil ich will unbedingt einen besseren Haarschnitt. Ich sehe aus wie so ein Larry, Mann. Alter, gebt euch mal die Mucke. Oh mein Gott, gebt euch ihre Titten, Alter. Was ist los mit der? Okay, ich hole mir erstmal die ganzen Brustimplantate. Habe ich mir gerade schon geholt. Dann hole ich mir mal eben noch neue Lippen. Also das ist auch so eigentlich mein ganz normaler Tagesablauf. Ich fahre dahin, lass mir alles neu machen an meinem Körper, was geht. Und dann ist alles super. Ach, wer möchte nicht gern so einen Körper und solche hübschen Lippen haben? Gib's zu, Freunde. Ihr seid alle nur neidisch auf mich. Auf mich. Das bin ja ich. Okay, ich habe alles ausgenutzt, was man machen kann. Und... Wer möchte... Erinnert mich an eine YouTuberin so ein bisschen, aber ich sag nicht. Oh mein Gott, meine Party fängt gleich an in 8 Stunden. Ich muss unbedingt ganz schnell mit dem Bus und... Ach komm, einmal shoppen geht doch noch. Einmal schnell in die Mall rein. Das kann doch nicht sein. Da gehe ich mal einmal einkaufen und dann haben die hier nichts mehr. Als ob einfach alles ausverkauft ist. Wollen nämlich Accessoires. Wow, Accessoires. Ich will doch irgendwie nur was Cooles haben. Aber okay, die Party fängt jetzt gleich an. Das heißt, wir müssen uns mal langsam wieder hier nach Hause bewegen. Das heißt, ich gehe jetzt hier mit dem Bus schön nach Hause. Schön hier rein. Und dann spulen wir mal vor bis zur Party. Oh mein Gott, Freunde. Party rock! The party is beginning. Mehr passiert einfach nicht. Das war's. Die Party ist vorbei. Null Fuck Friends. Fuck Friends. Was ist das denn für ein Bitch? Oh mein Gott, wie sehe ich denn aus? Mal schauen, ob ich irgendwer Neues bei... Oh, wer ist das denn? Wer ist sie denn? Wer ist denn das Mädel da? Ich möchte mal hier... Oder komm, ich adde erstmal neu. Go to work. Nein, als ob ich zur Arbeit gehe. Ich adde erstmal hier ein paar neue Freunde. Jetzt hier mal eben schön was tweeten. Wer ist denn dieses Mädchen da hinten? Okay, dieses Spiel besteht daraus, dass ich in meinem Zimmer sein kann. Kann ich mich nicht einfach pennen legen mal? Also, bisher überzeugt mich dieses Spiel... vollkommen. Und ich finde mich so hübsch, dass es... Und ich bin... Dass dieses Spiel... egal. Das kann doch nicht sein. Die haben immer noch nichts Neues im Sortiment. Was ist denn das für ein Shoppingladen, wenn einfach alles out of stock ist? Ich weiß warum. Ich habe ja mit dem Cheat mir schon alles gekauft.
Ihr Larrys, ihr habt nichts mehr anzubieten, dank mir. Okay, als abschließendes Zeugs muss ich echt sagen, dieses Spiel ist so circa das langweiligste Spiel, was ich je gespielt habe. Aber es kommt eine neue Party. Komm, jetzt spulen wir mal vor bis zur nächsten Party. Mal schauen, ob ich da irgendwelche Fuck-Friends kriege. Okay, Party ist vorbei. Habe ich null ein... Einen Fuck-Friend, das war mein Ziel. Kann ich meine Fuck-Friends irgendwie anrufen oder so? Ist es möglich? Kann ich hier... Nee, geht nicht. Ich will auch dieses Spiel nicht mehr spielen. Dieses Spiel ist scheiße, dumm, behindert. Ich... Ciao.